So, weiter geht's heute mit wieder vier Rennen. Fangen wir gleich mit Bullring machen. Dann geht's weiter aus Sydney. Sejong und Okutama am Ende. Heute geht's weiter mit der Heritage Super Tours der Classic Series. Auf geht's. Vorletzte Event heute. So, nehmen wir den Escort. Dann versuchen wir das. Anfang, wie gesagt, wird Bullring 4 Runden, 4,32 Kilometer als Grand Prix Circuit. Warum die Strecke allerdings so lang angeblich ist, weil die ist eigentlich nur, obwohl 4, ja, kann sein, dass sie so von der Länge her ist. Die Zeiten sind niemals relativ kurz, aber wir gucken mal einfach. Wir machen das Hier Beste sind wir draus. Nun mit der ersten Runde. Kristen, was denkst du? Ich denke, dass die Fahrer einen weiten. Sorry, dass ich das ein bisschen schneller gemacht habe. 14 und 15. Und wir versuchen natürlich für den Auftakt hier einen guten Auftakt hinzubringen. Okay, da wird jemand nicht glücklich sein. Da wollen sie schon wieder alle an mich ran. Ja, ich habe die Lücke. Ich habe keine Chance, dass ich einmal in die Lücke reinkomme. So. Schon mal durchgedrückt da an allen. Und damit gehen wir erstmal vorne in Führung. So, das ist hier die lange Gerade jetzt. Ihr kennt die andersrum. In der Formel 1 gibt es die Strecke normalerweise entgegengesetzt. Schön in die Wand reingedrückt. Jetzt geht's gleich in die letzte Runde, letzte Kurve, dann geht's wieder Richtung Stadtziel. Nämlich hier. Tolle erste Runde, du bist in Führung. Ja, unser Kollege kommt nicht mit der 10-Punkt ein. Bitte. Heute kann ich dir nicht helfen, das tut mir leid. Aber jetzt in diesem Lauf, da kann ich nicht helfen. Mitgenommen, hier reicht es diesmal. Leicht an die Wand. Das war die Hälfte des Rennens. Noch zwei Runden jetzt. Ja, sehr lange Aufnahme ist ja schon, muss ich sagen. Wir haben jetzt das dritte Event mit, das vierte Event schon, mit, jetzt wieder mit vier Rennen. Das Event, das ihr morgen quasi nochmal seht, ist dann quasi nur so dieser Abschluss dieser Serie. Mhm.
aufpassen, dass wir nicht wieder an die Wand segeln. Passt diesmal. Verteidige deine Führung. Leichte Quersteher drin gehabt, sind da so Moment an, Kollege. Versuchen wir, dass wir vielleicht aber die Chance hat, ein bisschen nach vorne zu kommen. Ach da, nach vorne, nee, nein. Wie gesagt, ich kann dir nicht helfen momentan. Und wir müssen jetzt. Und wir versauen uns tatsächlich jetzt das komplette Rennen oder so. Er will nochmal ran, also wir haben auf jeden Fall da richtig festgehangen. Das heißt, es entscheidet sich jetzt nochmal in der letzten Kurve. Unerwartet hat die Spannung noch mal reingebracht. Und so gerade noch. Und so gerade noch. Der Sieg. Hier, im Auftakt in Österreich. So, 6er ist er sogar noch geworden. Das ist ein sehr, sehr guter Auftakt. Mit 8 Pünktchen geholt. Wir haben sie mit 25 geholt. Also gibt es keine schnelle für die schnellste Runde keine Punktzahl. Keine Höchstpunktzahl. Also wir haben 25 Punkte geholt. Und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Rennen für heute. So, weiter geht's mit Sydney. Ebenfalls 4 Runden. Diesmal gehen wir von vorne, von der Spitze aus ins Rennen. Okay. Naja. Wir melden uns heute von der anderen Seite des Globus aus dem Sydney Motorsport. Entschuldigung, dass ich euch jetzt ein bisschen wegdrücke die ganze Zeit, aber... Nächste Rennen muss ich schon haben. Aber haben die Erkennungsstrecke gehabt, der Enduro Challenge. Vor ein paar Tagen oder eine Woche. Ja, wo sind wir mit Rad 5 da? Der Superkollege nur auf 12. Ich hoffe, dass er da noch einen Schritt nach vorne macht. Letzte Rennen so 6er geworden. Das hoffe ich von ihm heute auch.
Und wir gehen jetzt in Runde 2. Guter Start. Bleib an der Spitze. So, wir haben noch 2 Rennen, ja. Okay, du hast gerade die Hälfte des Rennens absolviert. So, auf geht's. Halbzeit haben wir vor das Rennen. Super, wie du auf 11. So, heute ist Sydney. Ich weiß gar nicht, morgen kommt noch Zhejiang. Da gibt es dann noch Okutama. Ich glaube, die Sonne ist das bessere Ende. Da wurde er mich weggedreht haben, Momo. Ja, er war zwischen auf 11, jetzt ist er mittlerweile letzter. Also muss da irgendwo was passiert sein da hinten. Anders kann ich mir das gerade nicht erklären, warum er dann so weit zurückgefallen ist. Ja, da ist auf jeden Fall was passiert, weil der hat auch einen Rückstand. Wir gehen jetzt in die letzte Runde. Bleib in Führung. Letzte Runde. Sind wir rausgekommen da gerade. Und jetzt will ich das Ding irgendwie noch heil nach Hause fahren. Jetzt haben wir hier schon mal wieder ein gutes Ergebnis geholt. Wir wollen jetzt natürlich den Sieg und die schnellste Runde holen, das ist klar. Aber das bringt eigentlich nur den Sieg was, wenn die schnellste Runde bringt nichts im Gegensatz zur Formel 1. Dann haben wir das. Und hier gibt es auch wieder diese 270.000. Ja. Was? Am Ende tatsächlich. Also muss irgendwie was passiert sein. Aber wir haben die schnellste Runde, ne? Sehe ich gerade. 27.988 ist die aktuell beste Runde. Und wir haben 28. Oh, da fahren eine Sekunde schneller. Okay. Das ist eine ganze Sekunde. Das ist ziemlich viel. Aber gut, okay. Kann ich nichts ändern jetzt hier.
kann ich persönlich nichts ändern. So, nächste Rennen ist dann Sejong. Sorry. Ich bin schon eine ganze Weile dran. So, Sejong, 4 Runden, 3,2 Kilometer lang diese Strecke. Und der Teamkollege steht diesmal auf 2. Da kann ich vielleicht ein bisschen mehr reagieren vorne. Ihr habt ja, wo wir da vorne stehen oder mit dabei stehen. So weit geht die Liste gar nicht, also stellen wir uns nämlich hinten irgendwo. Hallo meine Damen und Herren, ich höre schon eine Menge Jubel. Wie wäre es mit ein bisschen mehr Entschuldige, es ist gleich so weit. Zehnter, naja. Oh, ich stelle mal bis. Das ist sicher Stadtkurs, das ist also der Racing-Kurs. Aber egal, kriegen wir schon in Wien. Müssen wir einfach. Nächste Woche morgens so Okutama, nachher so Okutama dann. Geh doch mal weg da! Okay, das war keine Absicht, sorry. Diesmal nicht. Ja, da kommt einer nachher. Kommt einer halt hinten durch, der drückt sich da durch und hat momentan die Möglichkeit, die Nasen vorne zu halten. Ich greife jetzt nicht in den kurvigen Teil an, weil. Also, jawohl. Jetzt mache ich die Lücke aber auch auf. Hol ihn mir. Zwei Siegen zum Auftakt. Wie ist der Unfall? Tolle erste Runde. Du bist in Führung. Ja, und dann sind wir natürlich vorne weg. Jetzt versuche ich gerade noch ein bisschen, und zwar das auch gerne bleiben. Wir fahren Doppelführung sogar. Der Kollege sich ein bisschen ansetzen könnte, könnte ich vielleicht sogar ziehen lassen bei der Linie. Das wird auch gerade okay. Arbeitet sich jetzt ein bisschen weg vom Rest des Feldes. Oh, da muss es ganz schön gescheppert haben. Sehe ich das gerade richtig? Das ist eine mega Lücke. Da geht's nur die beiden am Ende noch. Okay, ich dachte, das wäre einfach dafür schon zu viel. Ja, jedenfalls führen wir jetzt. Auch hier dieses Rennen. Und gehen jetzt Richtung Runde 3. Ich habe es ja auch getan, ne? Letzte Runde. Du hast die erste des Rennens hinter dir. Nicht weiter, die Sonne macht es natürlich auch nicht weiter, nicht besser. Thank you.
Da willst du konzentrieren, deswegen ist gerade mit dem Sprechen schwierig. Komm, ich hol dich noch. Letzte Runde. Bleib bis zum Ende in Führung. Ja. Das wollen wir natürlich auch. Durch. Wir haben jetzt wenige Meter noch bis zum Ziel. Rechts ist schon die Zielgerade, das heißt, wir sind bald durch mit dem Rennen und jetzt wieder der Rokutama. Ich hoffe, dass das der Sprint ist. Der Sprint nochmal zum Ende. Wäre super. So, jetzt haben wir noch links und rechts. Und dann haben wir 63.000 Punkte, ja. Ja, Doppelsieg. Und zwar, ja doch, wir haben schon 9 Sekunden, habe ich vor dem gehabt, doch. So, jetzt haben wir nochmal Okutama. Ich glaube zumindest, es müsste das dritte Rennen gewesen sein. Level 7. Ne, Okutama Grand Prix, 2,32 Kilometer lang. Ja, 5 Runden Rennen nochmal am Ende. Ja, ich hatte. Schade, das hätte er noch gerne nochmal den Sprint jetzt gehabt. Aber okay, dann haben wir zumindest im Grand Prix-Kurs eine etwas bessere Möglichkeit, das Ding zu gewinnen. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Okay, tut mir leid, ich glaube, es geht jeden Moment los. So, 6 und 8 die Plätze. Oder einer mit einem Bombenstart da vorne. Mit dem Skyline. Na gut. Vierer Antrieb, ne? Es dürfte Allrad sein. Und ich habe auf der Strecke hier noch ein bisschen was gut zu machen. Platz 8 dieser Lauf. Ich habe jetzt nicht ins Finale geguckt, wie es aussieht. Und hier geht es schon wieder Richtung Platz 7. Und du sagst, dass die Strecke eigentlich so lang sein soll. Guter Start. Bleib an der Spitze. Haben wir relativ schnelle Rundenzeiten. So. Fahren.
Sechster ist er jetzt. Ich hoffe, dass er da nochmal einfach jetzt sie gut macht. Wenn sie vielleicht auch mal ein bisschen nach vorne mogelt. Wir gehen jetzt in Runde 4 gleich. Noch zwei Runden. Das ist die vorletzte Runde mittlerweile. Gleich unsere letzte Runde ein. Letzte Runde. Verteidige deine Führung. Bisschen von der Strecke bekommen. Es gibt keine neue letzte Runde sein. Das kann ich euch jetzt mal versprechen. Tja, definitiv nicht klar. Kommen wir hier auch noch mal ein bisschen was raus. Oh oh. Und die erste Zeitstrafe, die uns drohen könnte. Ich hoffe, sie uns nochmal droht. Die Frage ist, kriegen wir sie noch? Nein, wir kriegen sie nicht. Gut, damit haben wir es. So, jetzt mal gucken, final, ob es reicht. Ich denke, na, es wird schwierig werden. So, mal gucken, wie es am Ende aussieht. Ich hoffe, dass es reicht. Ich sehe da doch ein rotes Auto mit dabei. Ja, es reicht, oder? Ja, dritter. Doch, Glück gehabt. Gute Ergebnisse gefahren, das hat dann am Ende irgendwo gereicht. Gut, dann sind wir hier durch für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Dann mit dem Showdown. Bis dahin, tschüss.